1:1 gegen Sturm Graz zu wenig aus Rapid-Sicht oder kann man mit dem Punkt leben? Ja, vor dem Spiel haben wir uns schon vorgenommen, dass wir das Spiel gewinnen. Natürlich, wir wollten das Heimspiel für uns entscheiden und 3 Punkte holen. Am Ende muss man das X auch so mitnehmen. Ich glaube, jede Mannschaft hat ihre Möglichkeiten gehabt auf den Sieg. Ich glaube, zweite Halbzeit war es dann ein bisschen wilder, da hätte jeder ein Tor machen können oder kassieren. Im Endeffekt müssen wir das X jetzt so mitnehmen. Warum tut man sich zuletzt zu Hause so schwer? Schwer zu sagen. Ich glaube, die ersten 5 Minuten waren nicht gut von uns, aber dann sind wir sehr gut ins Spiel gekommen, schießen alles 1-0 und sind dann auch die bessere Mannschaft. Und dann haben wir einen Nackenschlag in der zweiten Halbzeit gekriegt mit dem Ausgleich, der ja, irgendwie aus dem Nichts gekommen ist. Und dann haben wir uns schwer getan. Dann haben wir natürlich auch 3 Verletzte wieder gehabt, wo man nur defensiv noch tauscht, wo man vielleicht die vorderen auch mal tauschen hätte können und ein bisschen Schwung reinbringen. Das kommen dann viele Sachen da dazu und trotzdem muss man das X jetzt so mitnehmen, auch wenn wir nicht zufrieden sind. Wie bitter ist das derzeit mit den Verletzten? Schobi natürlich ganz lange out, aber heute schon wieder ein paar erwischt. Ja, die Woche war ein bisschen eine Horrorwoche, muss man sagen. Wenn man 3-mal verletzungsbedingt wechseln muss, ist es natürlich nicht schön für keinen. Und dann auch noch Defensivspieler, wo man halt keinen Impuls mehr setzen kann. Ja, das ist sehr, sehr bitter für uns alle, aber wir sind ein sehr homogenes Team. Wir haben ein gutes Klima, eine gute Mannschaft, einen guten Teamgeist. Wir werden da alle zusammen rücken und die letzten 3 Spiele voll angehen. Das Führungstor mit der Verlängerung am kurzen Pfosten, das habt ihr schon öfters gespielt, oder? Das ist schon so einstudiert. Du hast ja auch schon mal manchmal Nutznießer bei dir. Ja, richtig. Relativ hat das mit super Timing, Schwabi super verlängert. Wir wissen natürlich, dass man auf der zweiten Stange immer was erben kann. Da muss man hellwach sein. Also der Divi hervorragend gemacht. Und ja, schade, dass kein Sieg geworden ist, aber ja, wir müssen natürlich das Spiel analysieren, weil es in der zweiten Halbzeit nicht alles in Ordnung war, aber nächste Woche geht es weiter gegen Land LASK. Das Gegentor ist sicher vermeidbar, oder? Du darfst so irgendwie im Rücken vom Stefan. Ja, jedes Tor ist vermeidbar. Man muss das auch als Kollektiv auch besser verteidigen. Der Letzte ist immer der Ärmste dann, aber wir sind da eigentlich in Überzahl und da müssen den Ball dann klären. Aber durch Fehler passieren einfach Tore und ja, wir müssen jetzt versuchen, das zu analysieren und dann nächste Woche wieder gut trainieren und dann gehen LASK wieder angassen. Morgen ist doch ein sehr wichtiger Tag für Rapid. Inwieweit beschäftigt das die Spieler oder war das heute nochmal, dass man sich davor irgendwie erst recht gepusht hat, um da positive Stimmung zu erzeugen bei diesem Tag? Ja, in erster Linie wollten wir als Mannschaft natürlich das Spiel gewinnen. Das ist egal, was da jetzt morgen für Ereignis ist, und den hat eigentlich keiner an Gedanken verloren. Wir haben vollen Fokus gehabt auf dieses Spiel. Wir wissen, wie eng es auch oben zugeht. Wir wollten die 3 Punkte und was morgen passiert, werden wir sehen. Und ja. Ein paar Worte zu Michael Kramer, den habt ihr mit einem Transparent auch verabschiedet. Ja, war ein unglaublich guter Präsident, wie ich finde. Er hat sehr viel Positives reingebracht. Es war nicht immer einfach und trotzdem hat er immer positive Worte gefunden und ist immer seinem Mann gestanden, vorderster Front. Also, ich wünsche natürlich alles Gute und wir werden ihn immer wieder sehen.